Ich möchte etwas zu diesen vier unermesslichen Gemütsverfassungen erklären, die unter dem Titel der Brahma-Viharas rezitiert werden, angesprochen werden und die mir in der buddhistischen Rezeptionsgeschichte im Westen zu wenig beachtet werden. Westliche Tradition, wie alle Traditionen und wie alle Individuen genauso, greift auf von etwas Neuem, was sie im Grunde schon kennt. Ja, es ist immer das Bekannte im Neuen, das unser Einstiegspunkt ist. Dort die westliche Tradition interessiert sich für zwei große Aspekte der Buddha-Lehre. Der eine ist der meditative Aspekt. Der geht uns ganz dramatisch ab. Ja, die europäische Geistesgeschichte hat wenig Prägung erfahren von wahren kontemplativen Überlieferungen. Die Mystiker im Christentum haben immer einen schweren Stand gehabt. Wer immer einen direkten Draht zum Heiligen Geist hatte, galt als etwas suspekt. Die Überlieferung, die sich eher auf die ekklesiastische Struktur und damit natürlich auch auf das Machtgefüge bezog, hat immer mit einiger Abfälligkeit und mit großem Misstrauen die Mystiker behandelt. Das ist wahrscheinlich in fast allen Traditionen so, die ich kenne. In der buddhistischen ist es relativ glimpflich gelaufen. Die Mystiker in dieser Tradition haben recht früh schon Schützenhilfe erhalten. Es gibt eine große Meditationstradition in allen buddhistischen Überlieferungen. Fast allen buddhistischen Überlieferungen. Es gibt ein paar verrückte Japaner im 13. Jahrhundert, die schimpfen gegen Meditierende. Aber im Großen und Ganzen haben Meditierende großen Respekt und Unterstützung erfahren. Und die westliche Tradition hat das gerne aufgegriffen. Der Buddhismus, der in den Westen gekommen ist, ist nach verschiedenen Wellen, wo die Romantiker ein bisschen gespielt haben und dann die westlich gebildeten Asiaten den Vernunftaspekt herausgeschoben haben und dann ein paar Irrationalisten den Buddhismus aufgenommen haben und irgendwo zwischendurch Nietzsche, der den Buddhismus gerne aufgenommen hat, um damit das Christentum zu prügeln, hat sich sehr schnell einmal in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts eine ganz klare Strömung durchgesetzt, die die meditativen Aspekte des Buddhismus aufgreift, ja. Tibetisch oder japanisch oder aus frühem Buddhismus spielt keine Rolle. Ein anderer Aspekt, den westliche Menschen sehr leicht verstanden haben, was den Buddhismus angeht, ist der Weisheitsaspekt. Das hat uns fasziniert, schon sehr früh, dass Weisheit etwas ist. Eine Weisheit, die im Neuen Testament geradezu ostentativ abwesend ist, wenn ihr etwas nachdenkt über das, während sie in der jüdischen Tradition übrigens sehr stark vertreten ist. Aber im Neuen Testament, also in der ganzen christlichen, abendländisch-christlichen Prägung, ist der Weisheitsaspekt erstaunlich wenig ausgeprägt. Und in gewissem Sinne, glaube ich, hat das auch Vorschub geleistet, dass Leute, die sich für Buddhismus interessieren, diesen Aspekt vermissen. Den geschichtlichen Hintergrund, ja, des Abendlandes. Also, meditativ und Weisheit. Das hat uns sehr früh fasziniert am Buddhismus, wenn wir so die Geschichte aufgreifen. Aber da gibt es wesentliche Aspekte, die sind rausgefallen bis jetzt. Ja. Ich halte das Ankommen von buddhistischer Darlegung im Westen für ein unabgeschlossenes Werk. Ich gehe davon aus, dass ich das nicht mehr erlebe. Einzig vergleichbarer Wert, an den ich denken kann, ist, dass Buddhismus nach China kam. Die ersten Texte sind im Jahre 80, werden sie übersetzt ins Chinesische und der Prozess der Adaptation von Buddhismus oder von Ankunft von Buddhismus in China dauert etwa 200 Jahre. Man borgt sich eine Sprache zuerst, taoistische Begriffe. Und 200 Jahre danach gibt es genug chinesischen Buddhismus, dass es eine chinesische Sprache gibt. Und dann beginnen sie die Texte neu zu übersetzen, weil mittlerweile gibt es ein buddhistisches Chinesisch, ja. Ich gehe davon aus, dass es 200 Jahre mindestens dauern wird, bis das wirklich hier ankommt, was in der buddhistischen Darlegung steckt, aus den verschiedenen Traditionen. Das hat eben erst wirklich begonnen. Wundert mich also nicht, dass unsere Aufnahme von dem, was die buddhistische Darlegung ist, selektiv ist. Dennoch fällt mir auf, dass ein paar Teile rausfallen. Der Aspekt von Sittlichkeit fällt raus, über weite Strecken. Der Aspekt auch von Dinge, die gegen den Strich gehen, wie die Darlegung über Kamma zum Beispiel, über Handeln, Handlung und Wirkung, ja, über
eine ethische Kausalität, eines der meist missverstandenen Themen in westlich-buddhistischen Kreisen, was ich euch für heute Abend zu ersparen gedenke. Aber ein weiterer Punkt, der mir besonders schmerzlich fehlt, ist ein Verständnis der Psyche in ihrer Gesundheit. Ja. Die grundsätzliche Umkehrung der Vorzeichen, die in buddhistischer Tradition die Auffassung des Geistes erfährt. Und diese Vorzeichen sind nirgendwo deutlicher ausgedrückt als in diesen vier Brahma-Viharas. Die gelten in der buddhistischen Darlegung als die Grundverfassung unseres Geistes. Denkt Geist als ungeschieden von Intellekt. Geist ist Geist und Herz, ist Denken und Fühlen, ist Vernunft und Emotion. Dieser, wenn ich das mal Geist nennen darf, ja, die Verfassungen dieses Geistes gelten in der buddhistischen Tradition als Liebe, liebende Güte, Zuwendung. Das ist eine, Metta, Maitri. Die nächste ist unsere Fähigkeit, den Schmerz anderer direkt zu erleben. Karuna oder das ältere Wort dafür, vielleicht noch schöner, heißt Anukampa und das bedeutet mitzittern. Mit einem anderen oder mit dem, was einem anderen schmerzlich ist, mitzittern, weil wir es in solcher Direktheit erfahren. Für viele Menschen ist diese Fähigkeit, einen anderen Menschen in seiner Schmerzlichkeit zu erfahren, weil die eigene Erfahrung von Schmerzen uns sensibilisieren kann, nicht muss, aber kann, für das Schmerzliche im Leben anderer, eine der tiefsten Verbindungen zwischen Menschen. Die dritte dieser großen Herzensverfassungen ist die der Freude und Mitfreude. Der Begriff ist ganz klar Freude. Pamodati heißt sich freuen. Mudita ist das abstrakte Substantiv davon. Die Freude ist eine Freude, wenn es sich um Dinge handelt, die bei mir auftauchen, die heilsam sind. Und die Freude ist eine Mitfreude, wenn es sich um Dinge handelt, die bei anderen auftauchen, die heilsam und verdienstvoll sind. Das ist die dritte der großen Qualitäten und die vierte ist jene des Gleichmutes oder der Gelassenheit. Das ist eine große Herzensverfassung. Jetzt, wenn ich das mal etwas hemdsärmlich sagen darf, diese Brahma-Viharas, die tauchen auf verschiedenen Ebenen auf. Die haben eigentlich zwei Namen. Der eine der Namen ist Brahma-Vihara. Brahma ist ein vedischer Gott. Einer der Götter, die die Buddhisten so freundlich übernommen haben und dann so gepackt und in einen Nebenaltar gestellt und gesagt, ja, ja, ihr seid wichtig, aber jetzt reden wir nicht mehr von euch. Das ist der Buddha mit vielen Sachen gemacht und er hat Dinge übernommen aus der vedischen Tradition und hat sie umgedeutet. Zum Beispiel hat er die Götter der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist eine seiner kleinen Finden gewesen. Man hat gesagt, okay, euch gibt's, aber ihr seid irgendwie, ihr gehört nicht über das Programm, sondern ihr seid Teil des Programmes. Ja. Und es gibt viele Götter. Brahma ist eine Lichtgestalt. Es ist eine der Gottheiten, die in der nicht mehr körperlichen Sphäre angesiedelt ist. Und ihre psychologische Entsprechung ist eine erste formlose Vertiefung, also die fünfte Jhana. Das ist nicht mehr etwas, was wir mit unserem sinnlichen Sensorium erfassen können. Viharati heißt verweilen und eine Brahma-Vihara ist eine Verweilung, in der es uns geht wie diesem Brahma-Gott, wie dieser Lichtgestalt. Er ist nicht mehr gegenständlich, er lebt unendlich lange, obwohl er zwar vergänglich ist, aber es ist so lange, dass man es sich kaum mehr vorstellen kann und er ist in seiner Expansion unermesslich. Ja. Das bringt mich zum zweiten Namen für diese Zustände. Gerade wenn sie als meditative Erfahrungen verstanden werden, dann sind diese Brahma-Viharas unermesslich. Sie sind nicht mehr begrenzt. Wenn ihr auf meinem Blatt guckt, dann seht ihr einmal übersetze ich es mit vier Unermessliche und einmal aus vier Strahlungen. Die vier Strahlungen sind es als meditative Übungen, wo wir quasi ohne uns zu begrenzen in alle Richtungen verströmen, diesen Qualitäten. Und als Brahma-Viharas werden sie einfach genannt, um diese Grundverfassungen des Menschengeistes zu benennen. Jetzt diese Grundverfassungen, die müsst ihr euch vorstellen, auf einer Ebene wie hart verlötet, ja. Härter noch verlötet in die menschliche Psyche als jungsche Archetypen. Das ist wie ein
Menschengeist sich äußert, wenn er gänzlich befreit ist von Trübungen. Ja. Auf diese Weise zeigen sich erwachte Menschen, liebend, mitfühlend, freudig, gelassen. Das ist der Ausdruck eines völlig erwachten Wesens. Diese Brahmaviharas sind als Anlagen in uns vorhanden und als solche sind sie unverlierbar. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist die Basis einer Psyche, die fähig ist zu Wachstum, die fähig ist zu Reife, die fähig ist zu Gesundheit, die fähig ist zu spiritueller Entfaltung. Das ist die Basis. Das ist ganz wichtig. Man hat Buddhisten immer wieder vorgeworfen, dass sie völlig zwanghaft versessen seien auf den Leidensaspekt im Dasein. Man muss wirklich verstehen, dass der Hintergrund, ja, die Leinwand, auf welcher der Buddha sich für die Dynamik von Leiden und der Aufhebung des Leidens interessiert hat, ist die Aussage, dass dieser Menschengeist völlig freiheits-, völlig glücksfähig ist und dass sein natürlicher Ausdruck jener von Liebe, von Mitgefühl, von Freude und von Gelassenheit sei. Ja, das ist die Basis. Und das findet ihr nirgendwo. Keine Wissenschaft. Ihr hört wahrscheinlich aus meinen Worten, dass ich eine Wertschätzung für 150 Jahre Psychologiegeschichte und ihre Erkenntnisse habe. Aber versucht mal mit irgendjemandem hier, der das Sagen hat in Sachen, versucht mal mit Ärzten über Gesundheit zu reden. Ja. Gesundheit, das ist ein Schimpfwort für, das brauchen wir so für Gesundheitspolitik oder, ja, das sind politische Entscheidungen. Wenn wir über Gesundheit reden, dann reden wir über Krankenkassenbeiträge oder über solches Zeug. Es gibt kein Konzept in westlicher Medizin von Gesundheit, außer die Abwesenheit von pathogenen Symptomen. Es gibt statistische Normwerte von funktionierenden Organen und so. Aber es gibt keine wirkliche Matrize für Gesundheit. Ja, dasselbe ist, wenn ihr in Bildungspolitik von Wachstum redet. Ja. PISA-Studien kümmern sich nicht um Wachstum, oder sie kümmern sich um Bewältigung von Stoff und anwendungsorientierte Lernaufgaben oder solches Zeug. Aber die Matrize, auf welche wir wachsen in Gesundheit oder in Mündigkeit oder in Entfaltung hinein, ist nicht da. Und das ist in buddhistischer Praxis, in buddhistischer Geistesentfaltung und auch in buddhistischer Psychotherapie, das sind diese vier Brahmaviharas, da führt kein Weg drumherum. Ja. Wenn diese nicht die Basis sind, dann frickeln wir hier an unseren Neurosen rum, versteht ihr? Solange ich da sitze und irgendwie meine Neurosen auszumerzen versuche, werde ich nie wirklich, wirklich aus einem Selbstmodell herauswachsen. Und solange die Motive meeses Übens immer aus der Perspektive eines Defizites, eines Mangels oder einer roten Bilanz kommen, ja, solange werden die Früchte meiner Praxis auch immer wieder in Begriffen einer solchen Selbstkonstruktion formuliert sein. Das heißt, ich kriege zwar ein optimiertes Selbst, aber das brennt dann irgendwo immer wieder an, ja, und das bleibt dann immer wieder hängen auf einer etwas leicht optimierteren Stufe. Aber das Grundproblem, nämlich die Identifikation mit meinen Inhalten, ist immer noch nicht gelöst. Und diese vier Brahmaviharas, die kriegt man nicht rein in eine entwicklungspsychologische Welt. Ja? Die kriegt man nicht rein. Das sind nicht einfach Emotionen. Das sind nicht einfach Dinge, die ich in der Meditation basteln muss, ja, weil der Buddha das gesagt hat. Das sind auf einer ersten, fundamentalen Ebene, die gehören nicht in ein Persönlichkeitsmodell rein, sind das Geschenke. Es sind Gegebenheiten. Es sind unverlierbare Qualitäten meines Herzens. Deshalb nenne ich sie Grundverfassungen. Leider ist dieser Aspekt sogar in der alten Tradition etwas verschütt gegangen, weil die alte Tradition wird, wie andere alte Traditionen, ist es bei Buddhisten nicht anders, die wird sehr schnell einmal überlagert von Kommentaren und Subkommentaren und Anthologien. Und in den besten Fällen erklären Kommentare, was die ursprünglichen Texte sagen. Ja. Die ehrlichsten Kommentare sind Wortkommentare, die sagen, dieses Wort heißt das, das, dieses Wort heißt das, dieses Wort heißt das. Aber schon sehr bald sagen Kommentare etwas anderes. Sie sagen, das ist, was der Wurzeltext sagt, aber was er wirklich meint, ist dieses und dieses und dieses. Ja?
Und natürlich implizit ist, der Buddha hat es leider nicht so genau gesagt, wie ich das jetzt euch sage, aber deshalb kriegt ihr das von mir jetzt. Und das ist die Liste mit 573 Punkten, die der Buddha dort gemeint hat, also dieses Wort Brahma. Man würde erwarten, dass ein erwachter Mensch von den Begabungen eines Buddha solche Dinge durchaus sagt, wenn er die meint. Das ist nicht Epigonen überlassen bleibt, die Dinge auszusprechen, die ein Erhabener unterlassen hat zu sagen, weil er sie vielleicht nicht meinte. Aber so ist es nicht ganz leicht. Und auch die Brahma-Viharas erfahren eine Umdeutung. Selbst im frühen Buddhismus, besonders im Theravada-Buddhismus, erfahren sie eine Umdeutung. Aber diese Ebene, von der ich jetzt spreche, Brahma-Viharas als die absolute Basis, als der tiefste Ort in unserer Psyche, als der natürliche Ausdruck eines Geistes in seinen Anlagen und zugleich in seiner befreiten Weise, ist da. Das ist auch in der ältesten Tradition völlig unverstellt da. Dann gibt es eine Ebene, und dort werden diese Brahma-Viharas ganz deutlich in ihrer Natur als Beziehungsaspekte. Ja, Brahma-Viharas sind Beziehungsaspekte. Jede, auch die letzte, auch die vierte Gelassenheit, ist ein Beziehungsaspekt. Das ist etwas, was sich äußert in meiner Art, sich zu beziehen, auf andere Menschen, auf mich selbst. Streng genommen sind es immer noch nicht genau Emotionen dort, aber sie gleichen ihnen. Brahma-Viharas sind emotionale Verfassungen, ein liebendes Herz, ein mitfühlendes Herz, ein Herz, das fähig ist zur Freude, ein Herz, das in Gelassenheit zu verweilen vermag, inmitten von Wechselfällen und Fairnessen. Ja. Eine der schönsten Rezitationen sagt, Buddha Sacchitana Kampati, ein Herz, das berührt wird von den 8 Wechselfällen des Lebens und das nicht mehr zittert, das in Sicherheit ist, in Zuflucht ist und in sich geborgen bleibt. Das als Basis von Gelassenheit. Das heißt nicht, dass ich nichts mehr spüre. Ja? Links und rechts alles abgemeldet, alles ist mir so egal, dass mich nichts mehr kriegt, dass mir nichts mehr wehtun kann. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe mich verwandelt in eine ultimative Meditationsmumie. Ja. Dank langjähriger harter Praxis habe ich mich so systematisch desensibilisiert, dass ich nichts mehr zu fühlen brauche. Das erledigt auch die anderen 3 Brahma-Viharas. Freude wird keine Herausforderung mehr sein. Gibt nichts mehr, sich zu freuen. Mitgefühl ist auch unnötig. Wenn ich nichts mehr fühle, dann haben wir das auch erledigt. Und Liebe ist eh ein Problem, weil dort könnte ich nur möglicherweise noch Anhaftung entwickeln. Also haben wir auch abgehakt. Ja. Saubere, systematische und absolute Dissoziation von meinem Ist-Zustand und die sichere schizoide Distanz irgendwo hinter dem Proxima Centauri, ja, so dass ich möglichst nichts mehr fühle und in einer schönen interstellaren Schwärze völlig perfekt bin. Es ist irgendwie auch nicht ganz, was ich das Gefühl habe, der Buddha hat gemeint, wenn er von diesen Brahma-Viharas gesprochen hat. Diese Brahma-Viharas als Beziehungsaspekte sind interessant. Das ist die Praxis für den Menschenbereich. Ja? Das ist das, was wir üben mit anderen. Das ist dort, wo wir eigentlich uns beheimaten mit anderen Menschen. Das ist, was wir mögen, wenn man uns so begegnet. Diese Beziehung, die ist nicht nur da mit anderen Wesen, die ist auch da mit diesem Wesen. Weil die kleinste Einheit von Beziehung ist immer 2, ist nicht 1. Selbst wenn ihr Mutterseelen alleine auf dem Mond seid, seid ihr immer noch in Beziehung zu euch und zu eurer Erfahrung. Und es gibt ganz bestürzende Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie ich zu meiner Erfahrung in Beziehung trete, wie ich zu anderen Menschen in Beziehung trete. Da gibt es recht erschreckende Ähnlichkeiten. Oder kompensatorische Prozesse, ja, weil ich mich so wenig ausstehen kann, brauche ich so viele Leute um mich herum, die mich lieben, weil ich es sonst nicht aushalten würde oder sowas. Da gibt es viele Spielarten. Aber wichtig ist zu verstehen, dass die Übung mit anderen Menschen in Beziehung zu sein, und das ist etwas, was ich für eine Gegebenheit halte, das ist nicht etwas, was wir wählen. Ja. Wir sind Menschen als Menschen groß geworden und wir können uns das leisten. Die Natur kann sich so etwas wie Homo sapiens sapiens leisten, weil man dieses Wesen länger im Mutterbauch lassen kann. Ja.
weil man das Männchen für die Aufzucht in bescheidenerem oder besserem Maße mit einbeziehen kann. Ja? Und das heißt, die soziale Stabilität für Menschengesellschaften ist normalerweise groß genug, dass man kleine, schutzlose, neurologisch unfertige Säuglinge in die Welt setzen kann. Und weil man das kann, weil die soziale Umwelt das versteht, haben wir uns zu dem entwickelt, was wir sind. Das ist einer der, ja, bei kleinen Kängurus ist es nicht dasselbe. Ja, die plumpsen raus und krabbeln an Mamis haarigen Beinen hoch in den Beutel und dort ist ein Nippel. Und das ist es dann. Das machen die gleich nach der Geburt, wenn ihr das mal gesehen habt. Das ist bei menschlichen Säuglingen nicht ganz gleich. Ja. Die Abhängigkeit ist da erstaunlich länger. Und das ist möglich, weil wir eine Beziehungswelt pflegen, die ein soziales Gefüge ausbildet, in der es schwangeren Frauen möglich ist, unbeweglicher zu werden und riesige kleine Kinder in ihrem Bauch zu tragen im Verhältnis zu ihrem Körpervolumen. Und wenn diese kleinen Kinder auf die Welt kommen, können die nicht gleich krabbeln und raufen und Dinge futtern, sondern man muss da ziemlich viel Zeit und Aufmerksamkeit investieren. Das können wir nur, weil wir eine Beziehungswelt geschaffen haben. Das ist Evolutionsgeschichte. Ja, wenn das so ist bei den Krokodilen, dann klappt das nicht, versteht ihr? Und das ist alles ein Produkt unserer Bezogenheit, der Wichtigkeit von Beziehung in unserem Leben. Und da tragen die Brahmaviharas. Das ist die Basis für solches. Wo es das nicht ist, sehe ich schwarz. Schwarz für Gesundheit, schwarz für Wachstum, schwarz für spirituelle Entfaltung, schwarz für Reife sogar. Da, wo das nicht die Basis ist. Der Buddha empfiehlt diese Brahmaviharas seinen Mönchen, empfiehlt sie seinen Nonnen, dass sie einander mit liebenden Augen anschauen sollen, dass sie einander Akte des Wohlwollens und der Liebe zukommen lassen. Ja? Im Offenen und im Stillen heißt es so schön. Brahmaviharas sind unentbehrlich für unsere meditative Praxis. Versteht ihr? Die haben eine ganz direkte und jetzt wird es psychologisch Wirkung auf die Art und Weise, wie wir umgehen mit uns. Unter dem Einfluss von Metta heiße ich willkommen. Ich nehme an. Ich gebe Interesse. Ich gewähre Raum. Ja, das ist die Geste des auf etwas Zugehens, des mich verfügbar Machens. Wenn ich das nicht mache mit meinem Meditationsobjekt, mit meinem Körper, geschweige denn mit den Nächsten in meinem Leben, dann wird meine Beziehung zu mir selbst verarmen auf irgendeine Weise. Etwas ganz Fundamentales fehlt. Meine Fähigkeit zu Mitgefühl, wenn ich das in Meditation übersetze, bedeutet, dass ich mich in einer sanften, nicht überstürzten Weise mit schmerzlichen Aspekten in Resonanz begeben kann. Das heißt, ich kann ohne meine Basis oder meine Mitte zu verlieren, beginnen mit etwas mitzuschwingen, was schmerzlich ist. Wenn ich das mit mir nicht kann, ist es unwahrscheinlich, dass ich das mit anderen kann. Ja. Da gibt es sehr große Ähnlichkeiten. Wenn ich die Angst in mir selber nicht irgendwo befreunden kann, dann werde ich euch schlecht wegstecken, wenn ihr beginnt, Angst zu haben. Versteht ihr? Ja, das ist ganz einfach, dass ich das, was ich an mir selber nicht ertrage oder was ich an mir selber nicht verstanden habe oder wozu ich mich nicht sensibilisiert habe oder wofür mir die Kraft oder die Reife oder das Verständnis oder die Geduld oder irgendwo der Nerv fehlt, wenn ich das nicht schaffe bei mir, dann werde ich das nicht für euch aufbringen können. Ja, das ist das A und O dieser ganzen Übung, dass die kostbarste Sache, die ich einem Menschen zur Verfügung stellen kann, ist die Qualität und die Feinheit meiner Aufmerksamkeit. Ja, jetzt, wenn ich das nicht für mich aufzubringen bereit bin, dann werde ich das auch für andere nicht wirklich aufbringen können. Und die ganze Unterscheidung zwischen mir und anderen wird relativ schnell hinfällig, wenn sich herausstellt, dass die Hindernisse dieselben sind, wenn es nach innen geht, wie es sie sind, wenn es nach außen geht. Und die Brahmaviharas, die wirken in beide Richtungen. Ihre Verfügbarkeit und auf dieser zweiten Ebene sind es Tugenden. Das sind Dinge, die ich erkennen kann. Tugenden kann man erkennen. Ja, ich kann etwas wissen als Tugend. Aufrichtigkeit ist etwas, was ich sehr schätze.
Ich erkenne, dass es eine Tugend ist, wenn Menschen aufrichtig sind, auch unter schwierigen Bedingungen. Manchmal sind sie grob aufrichtig, das ist mir immer noch lieber, als wenn sie unaufrichtig sind, aus Höflichkeit. Es gibt so eine Reihe von Sachen, die sind Tugenden. Und die Brahmaviharas auf dieser zweiten Ebene sind Tugenden. Das heißt, ich kann sie ausbilden. Das ist der Kick an Tugenden. Auf erster Ebene muss ich nichts ausbilden. Das ist da. Und alles, was ich kann, ist in seine Grundnatur zurückkehren und mir erlauben zu spüren, dass es da ist. Ich muss nichts tun. Ich muss es nicht machen. Ich muss es nicht stärker machen. Ich muss es nicht beschützen oder so. Aber auf der zweiten Ebene, als Tugend, kann ich Liebe, Mitgefühl, Freude und Gelassenheit üben. Erkennen ist ein Aspekt, bewundern ist ein Aspekt, bekräftigen ist ein Aspekt und dann üben ist ein Aspekt. Ja, das ist, was man mit Tugenden tut. Man erkennt sie zuallererst einmal in anderen Leuten. Das kleine Gemüt wird neidisch, ja. Bei Fähigkeiten, Tugenden und so in anderen Leuten. Das kleine Gemüt, statt dass es sich freut, statt dass es in Mudita verfällt, verfällt es in Neid und definiert nicht die Tugend als eine erfreuliche Sache in einem anderen Wesen, der ich übrigens viel leichter zu gleichen beginne, wenn ich es bewundern kann, sondern das neidische Wesen sieht eine Fertigkeit oder eine Tugend in einem anderen Wesen, erkennt den Mangel dieser Fertigkeit in sich selbst und schrumpft dann auf die Mangelperspektive. Ja? Statt dass ich mich freue, dass er oder sie das hat, bin ich beschämt, dass ich es nicht habe. Ja? Also ich mache statt eine Aussage über den anderen, mache ich eine Aussage über mich. Statt mich über eine Gabe oder eine Tugend beim anderen zu freuen, schrumpfe ich in Neid zusammen, in ein Defizit. Und dann mache ich mich entweder klein, ja, oder aber ich versuche den anderen runterzuholen. Ja, der kocht auch nur mit Wasser. Okay, kann ganz gut aussehen da vorne, aber eigentlich, ja, vergisst seine Hausschuhe oder so. Also ich versuche den anderen irgendwie klein zu machen. Ich versuche abzuwiegeln. Das ist oft eine Neigung. Tugenden sind Dinge, die durch Übung stärker werden. Dass wir sie proben. Dass wir sie als solche erkennen. Dass wir sie in anderen erkennen, aber auch in uns. Und dass wir sie bereit sind zu wiederholen. Dass wir uns darin schulen, sie stärker werden zu lassen. Sie zu hegen, sie auszubilden, wo sie noch nicht da sind. Sie zu kräftigen, wo sie schon da sind. Sie zu beschützen, wo sie schon am sprichsten sind. Auf einer dritten Ebene sind diese Brahmaviharas Meditationsobjekte. Das ist die Ebene, die die Tradition am meisten kommentiert hat. Weil diese Brahmaviharas eben auch mit Sammlungszuständen identifiziert werden, in einer Darlegungsschiene, hat die kommentarielle Tradition im frühen Buddhismus diesen Aspekt besonders betont. Die Brahmaviharas als Meditationsobjekte. Nicht mehr als Beziehungstugenden jetzt, sondern als Dinge, die ich tue in formeller Meditation. Als solche können wir das üben. Wir können das üben ganz einfach mit Metta-Sätzen oder Karuna-Sätzen. Ja, wir wiederholen diese Sätze. Man kann das meditativ machen oder so rezitativ, wie wir das machen. Das ist die simpelste und einfachste Übung, indem wir etwas stärken durch Wiederholung, durch Ausrichtung des Willens. Aber wir können auch meditative Sammlung gewinnen durch Metta- oder Karuna-Übungen. Das ist ganz interessant. Das ist nicht das Gleiche wie die Sache auf den anderen beiden Ebenen. Das ist dann eine meditative Schulung, der großer Erfolg versprochen wird. Die kann in die Vertiefungen führen. Ja, und es ist kein Geheimnis, dass ein Geist, der sich in Metta und in Freude übt, viel leichter Sammlung gewinnt. Ich habe von den Meditationshindernissen gesprochen. Das Gegenteil von Metta, da komme ich gleich drauf, ist natürlich der Groll, das Vyapada, das Übelwollen. Und dieses Gegenteil hat zwei Richtungen, nicht? Einerseits hilft Metta der Meditation, andererseits ist Übelwollen der Meditation besonders abträglich. Was wir gestern Abend als Hindernis hatten, Ärger, Hass, Aversion, Abneigung, solche Sachen,
findet seinen positiven Ausdruck in unserer Fähigkeit zu liebender Güte oder zu Zuwendung in unserer meditativen Schulung. Lasst mich, um die etwas plausibler zu machen, euch eine Darlegung schildern, wo diese vier Brahma-Viharas mit je einem nahen und einem fernen Feind geschildert werden. Diese vier Herzensqualitäten haben zwei Sorten von Feinden. Und zwar lautet die Erklärung so, dass der erste Feind ist der Feind, der gleich vor unserer Haustüre lauert. Ja, wo wir ihn noch gar nicht erwarten, fällt er schon über uns her. Der zweite Feind ist der Feind, der im fernen Gebirge, irgendwo im Wald auf uns wartet, wo wir weit entfernt von zu Hause sind. Die beiden Feinde sind psychologisch recht einleuchtend. Der erste Feind gleicht in gewissem Sinne unserer Herzensverfassung. Auf einem Punkt oder in einer Ebene gleicht er ihr. Die erste dieser Herzensverfassung, Metta, hat als ihren nahen Feind das Begehren. Liebende Güte ist fähig, die Vorzüge von jemandem zu erkennen. Und auch Begehren ist fähig, die Vorzüge von jemandem zu erkennen. Ja? Auf der Ebene des Erkennens von Vorzügen einer Sache oder von Verheißungen oder von Wert einer Sache ist die liebende Güte, die Zuwendung, dem Begehren ähnlich. Beide erkennen das Gute einer Sache. Das ist der nahe Feind von liebender Güte. Der ferne Feind, wie schon erwähnt, ist der Groll, das Übelwollen, ja, die Abneigung, die bekräftigte Abneigung im Geist. Für Mitgefühl, verzeiht, wenn ich das neubuddhistische Wort Mitgefühl brauche, das technisch korrekte Wort wäre Mitleid. Die saubere Übersetzung, eigentlich im Sinne des alten christlichen Barmherzigkeit, ja, mein Herz erbarmt sich. Das kann man zwar nicht mehr sagen, aber damit ihr das versteht, möchte ich das mal einfach in den Raum gestellt haben. Und das Wort Mitleid wäre im Grunde genau die Entsprechung zur Mitfreude. Leider ist das Wort Mitleid so in Mitleidenschaft gezogen worden durch Konnotationen von auf jemanden herabblicken. Ja, wenn man Mitleid hat, so die Bedeutung des Wortes mitleidig, positioniert man sich in etwas, was buddhistische Psychologie Dünkel nennt, ja, so in ein Gefälle zu dieser Person. Und das ist eben, während es etymologisch das richtige Wort wäre, ist es leider semantisch verunglückt und hat diese Bedeutung von Verachtung oder verächtlich oder von oben herab angenommen. Deshalb haben die meisten buddhistischen Lehrer, wie ich auch, sind ausgewichen auf das an sich schlechtere Wort Mitgefühl, weil es ist, das hält die Bedeutung von in Beziehung treten mehr auf Augenhöhe, obwohl es eigentlich nicht der exakte Begriff wäre zur Übersetzung. Dieses Mitgefühl hat als nahen Feind die Bestürzung. Ja, wie das Mitgefühl direkt sich in Verbindung setzt mit dem Leid eines anderen und mitzittert mit dem anderen und alles tun möchte, um dieses Leid zu mindern. So aus der Welt zu schaffen idealerweise, aber zu mindern. Wenigstens zu mindern. Und sein weltlicher Feind ist eine hilflose Bestürzung und Betroffenheit. Also etwas, das zwar den Schmerz fühlt, aber das aus der Mitte gerissen wird und das nicht helfen kann mehr. Mitgefühl, so, da denken die katholisch Erzogenen an die barmherzige Mutter natürlich, aber interessant sind die Tibeter, die im Mitgefühl einen männlichen Aspekt sehen. Und Avalokiteshvara, der Bodhisattva des Mitgefühls, der nicht nur auch einen zornesvollen Aspekt hat, sondern der schon in seinem gütigen Aspekt neben seiner Malakette und einem Lotus durchaus auch Pfeil und Bogen und Hackebeil in seinen Händen halten kann, ist ein tätiger Aspekt. Ja. Mitgefühl ist nicht händeringende Betroffenheit und Bestürzung und Ohnmachtsgefühle, sondern Mitgefühl ist etwas, was uns auf eine Handlungsebene bringt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist die buddhistische Fassung von Mitgefühl. Das ist etwas, was uns etwas tun lässt. Wir sind nicht einfach da und haben große Gefühle und warten, bis sie wieder abklingen, oder so, sondern wir lassen uns befeuern, dass wir Dinge tun. Wir greifen ein, wir packen zu. Das ist ein ganz dramatischer
glaube ich, eine dramatische Akzentverschiebung im Verhältnis zu der Art, wie ich Mitgefühl in der christlichen Tradition vermittelt gekriegt habe, mal abgesehen vom barmherzigen Samariter, der auch gehandelt hat. Dieses Mitgefühl hat als fernen Feind die Grausamkeit. Während die Bestürzung die Sensibilität teilt mit dem Mitgefühl, ist die Grausamkeit die bewusste, die strategische Verweigerung dieser Sensibilität oder im Extremfall der aktive Genuss des Leidens anderer. Es geschieht ihm aber recht. Ja, jetzt kriegt er endlich, was er sich schon lange verdient hat. Oder, ja, klar, wenn wir die Messer wirklich zuspitzen und auch noch drehen, ja, das ist dann der in buddhistischer Psychologie eines der direktesten Tickets in die Hölle. Grausamkeit, gelebte, kultivierte Grausamkeit ist eine ziemlich sichere Fahrkarte für einen flotten Abgang in die Hölle. Und es gibt viele buddhistische Höllen. Ja. Wenn ihr nur mit einer christlichen Hölle aufgewachsen seid, Buddhisten sind da gnadenlos. Da gibt es Höllen, wo gefroren wird und gebrannt wird und gestochen wird und wo Hunger wir haben. Das sind wirklich viele Höllen. Wenn ihr etwas über buddhistische Höllen wissen wollt, müsst ihr die Chinesen fragen. Das ist etwas, was die chinesische Fantasie sehr stark beschäftigt hat. Wir betonen das hier nicht so sehr im Westen, weil da sind Leute immer noch etwas christlich verbrannt von Höllen und so. Aber es gibt erstaunliche Darstellungen buddhistischer Hölle. Sie sind zwar alle nicht ewig, aber das kann immer noch recht lange dauern. Ja? Selbst nicht ewig kann immer noch recht lange sein. Unser vierter Aspekt, unsere vierte Herzensbefassung, die der Gelassenheit hat als ihren nahen Feind die Indifferenz. Ja? Der kleine Unterschied zwischen Gleichmut und Gleichgültigkeit, ja, zwischen Gelassenheit und Dickfälligkeit oder einfach Indifferenz, ja, ist, glaube ich, das bessere Wort. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Dort gibt es riesige Verwechslungen. Gelassenheit ist einfach nicht Insensibilität. Es heißt spüren, ohne wegzulaufen. Das heißt nicht einmal spüren, ohne zu zittern. Das heißt einfach spüren und zittern und es ertragen, dass es zittert. Das heißt nicht mit Spüren aufhören. Ja, das ist der Sprung. Das ist der Unterschied zwischen Gelassenheit und Unerschütterlichkeit. Ja, so manche Leute haben versucht, den Bogen zu den Griechen zu schlagen, zur stoischen Ataraxia. Aber das ist es nicht. Das ist nicht einfach Unerschütterlichkeit. Das ist sehr wohl Erschütterlichkeit, aber die getragene Erschütterbarkeit. Ja. Wir sind nicht fühllos in diesem Punkt. Der ferne Feind von Mitgefühl ist wiederum Gier und Groll. Es sind die Feinde, die wir kennen von Metta. Das sind die beiden ersten Feinde von Metta, die auch die Gelassenheit zu erschüttern vermögen. Jetzt die Tradition spricht von diesen vier Qualitäten in Bildern einer Mutter. Das erste Bild ist das Bild einer Mutter, die sich einfach ihrem Kind zuwendet. Ja, sich freut an ihrem Kind. Die Innigkeit einer, die Verliebtheit, ja, einer Beziehung zu einem Kleinkind, das plötzlich auftaucht, manifest wird und völlig abhängig ist. Und die Zuwendung, die das in Menschen einfach hervorbringt. Und das im Bild wird von den Kommentaren im Bild der Mutter gefangen, die sich diesem Kind zuwendet und keinen Augenblick aus dem Auge und aus dem Herzen lässt. Das zweite Bild für Mitgefühl ist das wiederum das Bild einer Mutter, diesmal mit einem kranken Kind, ja, die alles tut, damit es diesem Kind besser geht, die kein Opfer scheut, dass es Heilung findet oder Linderung findet oder Medizin oder so. Und es ist wirklich verrückt. Ich habe vor nicht langer Zeit einer amerikanischen Frau gelesen, die in einem Rollstuhl war und ein Kind hatte. Und das Kind ist in einen Swimmingpool gefallen. Und die Frau ist einfach hinterher mit ihrem Rollstuhl und hat das Kind gekriegt. Und hat es gerettet. Ja. Stellt euch mal vor, ihr seid da alleine mit einem Kind im Rollstuhl gelebt und euer Kind plumpst da rein, ja. Und die hat einfach nicht nachgedacht und ist da hinten rein und hat das irgendwie entgegen aller Wahrscheinlichkeit, aller Vernunft und aller
Physik hat die das irgendwie rausgeholt. Ja. Ich glaube, das ist ein Akt, der irgendwo tief in dem Teil sitzt, den Buddhisten Mitgefühl nennen. Ja. Diesen Wunsch zu helfen. Nicht einfach nur zu spüren, sondern zu helfen. Ja. Das ist, was wir tun mit Menschen, wenn sie trauern mit uns oder wenn sie verzweifelt sind. Wir öffnen etwas in unserem Herzen und sie dürfen dort hineinkommen. Und wir erlauben diesen Menschen, ihren Schmerz in uns ein Stück zu spüren, weil dann werden sie größer. Und weil sie größer wird, weil der Resonanzraum für diesen Schmerz etwas größer wird, wird der Schmerz für den, der ihn hat, erträglicher. Ja. Und wir stellen das zur Verfügung und handeln. Ja. Das dritte Bild, Mudita, ist das Bild einer Mutter, die sich freut über die Erfolge ihres Kindes. Ja, der erste Schulgang oder das erste Schnüren von Schnürsenkeln oder vielleicht ist es eher ein Erfolg für den Kleinen als für die Mutter, ich weiß es nicht. Bei mir war es, ich fand das eine große Bekräftigung meiner Unabhängigkeit. Ich konnte meine Schuhe jetzt binden. Aber ich weiß nicht, wie es für meine Mutter war, vielleicht ist es ein schlechtes Bild. Aber eine Mutter, die sich freut über die Schritte ihres Kindes, die Erfolge ihres Kindes, das Gelingen, das sie in ihm mitfeiert und sich mit diesem Gelingen in Verbindung zu setzen vermag. Mitfreude ist im Gegensatz zu Mitleid oder Mitgefühl nicht ganz so leicht. Ja. Viele Menschen finden es leichter, mit dem Schmerz anderer in Verbindung zu treten, als mit dem Glück oder mit den positiven Sachen. Die Gefahr, dass wir neidisch werden, ist viel größer bei Freude, als dass wir dünkelhaft werden, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Vielleicht ist es ein Produkt unserer Konkurrenzprägungen. Das vierte Bild, das Bild einer Mutter, die ihr Kind heranwachsen sieht und ihr Kind alleine ziehen lässt und weiß, dass das Kind selber Entscheidungen fällen wird und muss. Sie möchte das Kind unterstützen, sie ist ihm zugetan, sie will ihm alle Hilfe zukommen lassen und zugleich weiß sie, dass sie nicht mehr entscheiden kann für das Kind. Sie muss darauf vertrauen, dass das, was sie dem Kind gegeben hat, wirkt, dass es quasi trägt und dass das Kind das verinnerlicht hat. Diese vier Brahma-Viharas sind, glaube ich, etwas, das sich lohnt, wenn wir sie bedenken, wenn wir uns fragen, wo diese Qualitäten in mir auftauchen, wo sie nicht auftauchen. Und gelegentlich mag es helfen, dass wir ihre Feinde kennen. Gier, Vermeta und Groll, Bestürzung, Ohnmacht als naher Feind für Karuna, für Mitgefühl, Grausamkeit als ferner Feind, für Mudita, der nahe Feind, den habe ich vergessen. Na, da sind wir noch gar nicht gewesen. Der nahe Feind für Mudita ist Party. Ja, das ist einfach Feiern, ja, weltliche Ausgelassenheit. Weltliche Ausgelassenheit, das ist nicht mit Freude. Das ist einfach, wie die Thailänder so schön sagen, es gibt Freunde zum Essen und es gibt Freunde zum Sterben. Das sind nicht dieselben Leute. Party, das sind die Freunde zum Essen. Die kommen, wenn es was gibt und dann freuen sie sich mit einem und dann sind sie nicht notwendigerweise da, wenn es nichts mehr gibt. Das ist der nahe Feind von Freude, ist die weltliche Ausgelassenheit, so der Wunsch, sich zu amüsieren. Der ferne Feind ist die Unlust, das ist eine von Maras Töchtern. Die Arati heißt die Dame und das ist die Verdrießlichkeit, die meckert. Arati mäkelt. Arati ist nicht zufriedenzustellen. Und ich vermute, die meisten von uns haben mit dieser von Maras Töchtern schon etwas geflirtet. Ich habe mit ihr viel geflirtet. Ja. Die Verdrießlichkeit, das Mäkeln, das Meckern, das Mosern, das ist eine Neigung, die in vielen unserer Geister anzutreffen ist. Ja, da gibt es fast immer irgendwas zu motzen, ja, irgendwo was nicht ganz stimmt oder was. Ich habe es als Hindernis erklärt gestern Abend. Hier taucht sie auf als direkter Feind von Freude. Ja, und Freude wiederum als einer notwendigen Fähigkeit für Geistessammlung. Ja, das sind ganz enge Verhältnisse dort. Der nahe Feind von Gelassenheit, den habe ich erwähnt.
Das ist die Indifferenz. Der ferne Feind von Gelassenheit, den habe ich auch erwähnt, das ist das Begehren und der Groll. Ja, jetzt, glaube ich, haben wir sie zusammen. Könnt ihr die behalten? Gut, dann lasst mich absetzen für heute Abend.